Diana, kannst du uns erklären, wohin wir gehen? Ja, sag uns, wozu wir diese Rucksäcke brauchen. Du weißt schon, Diana, wie das Wetter ist, oder? Draußen ist alles matschig, es regnet und du musst uns nach draußen bringen? Okay, Mädels, unser neues Leben beginnt jetzt. Für den Anfang verrate ich euch die 5 Regeln für beste Freunde. Sind wir alle die besten Freunde von dir? Das wusste ich gar nicht. Das war's, Mädels, haltet mal die Klappe. Lass jetzt einfach mal Diana sprechen, okay? Okay, Mädels, wer nicht meine beste Freundin ist, darf gerne gehen. Also, die erste Regel lautet... Nein, doch, Diana, lass meine besten Freundin. Sag uns die Regeln. Gut, okay. Keine Freundschaft mit Jungs, das ist die erste Regel. Was soll das? Keine Freundschaft mit Jungs? Was war das? Keine Freundschaft mit Jungs, ja? Gut, die zweite Regel. Eine für alle und alle für einen. Ja, ja, natürlich. Okay, die dritte Regel. Keiner, niemals unter keinen Umständen darf unsere gemeinsamen Geheimnisse verraten, okay? Ja, natürlich, Diana, das ist es. Ich bin still. Ja, ich bin auch still. Gigi, das betrifft dich. Wieso mich? Warum Gigi? Meine Lippen sind geschlossen. Die vierte Regel. Sei niemals gierig und teile alles gleichmäßig. Deins ist meins und meins ist deins. Also, Diana, ich krieg's nicht hin. Ist meins jetzt deins? Ja, Gigi, warum hast du es nicht gleich kapiert? Und die fünfte Regel, die letzte. Du darfst deine besten Freunde nicht verraten, sonst bist du erledigt. Ja, damit bin ich einverstanden. Wenn jemand ein Verräter ist, ist er erledigt. Genau, okay. Okay, das ist ja toll. So, jetzt packen wir ein paar Brotzeitteller ein und dann gehen wir. Diana, wohin denn überhaupt? Oh, das erfahrt ihr später. Mädels, kommt bald euch. Lasst uns packen. Also, Julie, du nimmst diese Wurst. Und du, Natten, du nimmst diese Tomaten. Und Gigi, du nimmst diese Säfte hier, okay? Also, Kekse, die sind für dich. Danke. Das ist für dich. Das ist für dich. Und die beiden sind für Gigi hier. Diana, sagst du uns jetzt, wo wir hinfahren? Das ist ein Geheimnis. Du wirst es später herausfinden. Okay, Mädels, beeilt euch. Los, los, los. Okay, Mädels, kommt schon, beeilt euch. Bewegt euch zum Tor und steigt in den Wagen. Diana, wozu brauchst du deine Schaufel? Wir brauchen sie. Mädels, weniger Fragen. Komm schon, los geht's. Wer sitzt denn hinten? Nat und Gigi. Okay, Julie, du bist mit mir vorne. Ja. So, wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen die Schaufel hier noch reinlegen. Warte, wo? So, hier, Achtung, sie kommt. Okay, alles klar. Julie, halt sie fest, okay? Perfekt. Das war's, okay, alles klar, wir fahren. Willst du uns nicht sagen, wohin du uns bringst? Kannst du sehen, wie das Wetter ist? Es ist matschig, es regnet. Wir hätten doch ruhig zu Hause bleiben können. Also Mädels, hört auf, mich abzulenken. Seht ihr das nicht? Ich fahre. Kommt schon, wir werden den Schatz ausgraben, der vor vielen, vielen Jahren von 2 besten Freunden vergraben wurde. Was? Ein Schatz, der von 2 besten Freunden versteckt wurde? Ja, Mädels, 2 beste Freundinnen. Ich glaube, dieser Schatz wird sehr cool und interessant und wertvoll sein. Ach so, jetzt verstehe ich, warum du uns verboten hast, mit den Jungs rumzuhängen. Ach so. Ja, Mädels, so ist es richtig. Wir graben den Schatz aus und alles wird uns gehören, okay? Wir werden nicht teilen müssen. Also, worauf warten wir noch? Diana, beeilen wir uns. Okay, Mädels, wir sind da. Diana, bist du sicher, dass das der Ort ist, wo der Schatz versteckt ist? Ja, Mädels, das ist definitiv der Ort. Seht ihr, es steht alles hier in diesem Buch. So, das war's, Mädels. Nicht rumsitzen, los geht's. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für Schätze es da gibt. Und was haben wir alles eingepackt? Ja, alles. Rucksäcke und Schaufel sind bei mir. Das ist alles, was wir brauchen. Los geht's. Los. Wartet, Mädels, bleibt hier stehen. Wir müssen uns vor Moskitos schützen und sowas. Ja, richtig, genau. Also, wer ist die Erste? Lass mich anfangen. Okay, jetzt bin ich vor Stichen geschützt. Redig. Was ist das für ein Geruch? Nat, jetzt du. Nastja? Los, Nastja, dann kann ich nichts mehr beißen. Redig um. Julie, jetzt du. Oh, pass auf die Augen auf, okay? Hab keine Angst. Was ist, wenn ich die Mücken in die Augen steche? Okay, ich werde dich besprühen. Auf geht's. Das sieht doch gut aus. Dreh dich um. Julie weiß wie.
Okay, Liana, los geht's. Ist das okay? Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Los geht's. Oh nein, Gigi, wo ist die Schaufel? Ich hab sie liegen lassen. Gigi, wie konntest du sie liegen lassen? Das ist typisch, Gigi. Okay, Mädels, die Schaufel ist da. Los geht's. Komm schon, los geht's. Gigi. Liana, sieh mal, Gigi ist so furchtlos, nicht wahr? Oh ja. Wo seid ihr denn, Mädels? Na dann mal los! Gigi, wir können nicht mehr! Okay, Gigi, Mann. Also, wir müssen jetzt hier drin nachsehen, okay? Es muss alles im Buch stehen. Also, wo müssen wir zuerst also, was hin? Ist los? Komm, okay, alles mal. Okay, Seite 318, hier. Okay, der einsame Sumpf. Wo ist dieser einsame Sumpf? Dieser Sumpf? Lass ihn uns suchen. Ich denke, der müsste hier irgendwo sein, oder? Hm, Diana, hier ist er. Was? Ja, schau, ja, das ist er. Ich glaube, wir müssen hier fahren, oder? Ja, denke ich. Ja, ich glaube, hier müsste er sein. Es ist so toll, dass wir die Jungs nicht angerufen haben, oder? Ja, richtig. Ja, ja, oh, mir, das ist doch eingefallen. Ich muss mal kurz weg. Ey, haltet das hier bitte, okay? Oh, Gigi, das ist so typisch. Mann, Gigi, was ist denn los? Also, sie kriegt nichts. Naja, oder doch. Ist egal. Wir schauen uns mal nach. Also, Diana, du schaust im Buch nach, wo genau wir graben müssen, okay? Okay. Geh 6 Schritte nach links vom Sumpf weg. Gut, machen wir 6 Schritte. Lass uns zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mädels, ich will den Schatz unbedingt finden. Ich auch. Ich frage mich, was in diesem Schatz ist. Dschungel. Okay, das Buch sollte uns helfen. Nach 6 Schritten siehst du den Dschungel. Der Dschungel ist hier. Wir müssen hier graben. Ich muss jetzt jemanden anrufen. Hallo? Hallo, hi Kev. Was macht ihr denn so? Ist ja auch egal. Weißt du, was wir hier machen? Wir suchen einfach einen Schatz mit den anderen Mädchen im Wald. Was soll das heißen, ihr wollt einen Schatz ausgraben? Warum hast du uns nicht angerufen? Wir haben nichts zu tun. Ja, tut mir leid, ist egal. Wir sind im Wald in der Nähe des Sees. Und warum haben wir euch nicht mitgenommen? Weil wir die Regel haben, dass beste Freundinnen nicht mit Jungs rumhängen. So, das war's, Kev. Ich muss jetzt einen Schatz ausgraben gehen, okay? Gigi? Hallo? Kev, was haben die gerade gesagt? Welchen Schatz sollen wir ausgraben? Was haben die gesagt? Dass sie nicht mehr mit uns befreundet sind und mit den Mädels einen Schatz ausgraben wollen. Oh Mann, und was jetzt? Lass uns gehen, Dima. Lass uns gehen und sehen, wie sie dort einen Schatz ausgraben, okay? Kev, wie können wir das machen? Weißt du, wo sie den Schatz ausbuddeln? Ja, Dima, Gigi hat mir alles am Telefon erzählt, dass sie in der Nähe des alten Sees einen Schatz ausbuddeln. Okay, also gehen wir zum See und lachen sie aus über das, was sie dort ausgraben. Ja, lass uns gehen. Na, Julie, wie geht's voran? Gigi, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe. Gigi, komm sofort zurück. Okay, alles klar. Jetzt bist du dran. Alles klar. Gigi! Hier, nimm das. Okay. Komm schon, Nat. Hau rein. Ich bin schon auf dem Weg, Mädels. Ich bin auf dem Weg. Gigi, wo bist du gewesen, Mensch? Ich wollte sicher gehen, dass uns jemand gefolgt ist, okay? Denn Sicherheit geht vor. Den Schatz, den soll uns niemand wegnehmen, okay? Dann schau mal her, Gigi. Nat gräbt ihn nämlich gerade aus. Okay, Gigi, jetzt bist du dran, okay? Auf geht's, nimm die Schaufel. Nein, zuerst bin ich dran, okay? Okay, komm schon, dann ist Gigi dran. Los geht's. Sieh mal, die graben unseren Schatz aus. Das ist unser Schatz. Wir haben ihn vergraben. Wir müssen sie aufhalten. Los geht's. Diana, schau mal, das habe ich im Buch gefunden. Hier steht, dass dieser Schatz nicht ausgegraben werden kann, weil er von diesen beiden besten Freunden bewacht wird. Sie lassen uns nicht mit ihm gehen oder sowas. Hier steht's. Gigi, was redest du denn da? Die beiden besten Freunde gibt es nicht mehr. Hör zu, hier steht's doch. Oh, hast du was gehört? Sie werden uns nicht gehen lassen. Das werden sie. Diana, psst. Wir haben was gehört. Nein, was? Also, Mädels, was ist hier los? Wollt ihr den Schatz nicht mehr ausgraben? Okay, wenn ihr ihn nicht wollt, dann geht nach Hause. Ich werde ihn selbst ausgraben, aber alles wird mir gehören. Diana, Diana, komm schon, grab schneller. Ich will schon nach Hause. Es wird bald dunkel. Ich will nicht, dass irgendwelche Freunde uns hier erwischen. Ja, ich grab doch schon. Bald haben wir es geschafft. Geh nach Hause, okay? Ich bin hier auf etwas gestoßen. Oh mein Gott. Mädels, ich hab's geschafft. Helft mir, es rauszuziehen. Los, beeilt euch. Diana, wir kommen. Mann, ist das schwer. Halt es. Oh mein Gott. Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott, das ist so schwer. Das muss etwas sehr Wertvolles sein. Das ist so schwer. Oh Gott, oh Gott. Stopp, stopp.
Machen wir es jetzt hier auf? Alles klar. Das ist so schwer. Oh mein Gott. Okay, Leute, lasst es uns ganz vorsichtig öffnen, okay? Damit alles unter Kontrolle ist. Okay, okay. Hey, was ist das denn? Diana, vor wie vielen Jahren, sagst du, haben diese Frauen diesen Schatz vergraben? Es ist 50 Jahre her. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich bezweifle, dass es vor 50 Jahren überhaupt Schleim gab. Ach du meine Güte, wir haben so hart gegraben, sind so lange gefahren. Mann, was soll das denn? Sie glauben? Mädels, was sollen wir also tun? Vielleicht sollen wir den Schleim hier lassen und einfach nach Hause fahren, okay? Auf keinen Fall, Nat. Das ist unser Schatz. Wir haben ihn ausgegraben. Es ist egal, was da drin ist, okay? Ja, wir werden diesen Schatz mit nach Hause nehmen. Ja, Mädels, ich mag Schleim sehr gerne. Also werde ich zu Hause Seifenblasen damit pusten. Hebt okay, Leute. Los geht's! Er ist sehr schwer, wir müssen ihn hochheben. Okay, was ist mit dir, Julie? Hast du die Schaufel? Sei mir vorsichtig. Ja, ja. Es ist so cool, dass wir diesen Schleim jetzt wegpusten. Oh mein Gott, das ist so gut. Ich freue mich da sowas von drauf, oder? Oh mein Gott, was machen wir nun mit dem ganzen Schleim? Ich weiß es auch nicht. Das wird eine gute Sache. Aber pass auf, Gigi, okay? Sei vorsichtig und fall nicht hin. Gebt uns den Schleim zurück! Gebt uns den Schleim zurück! Oh mein Gott! Also jemand war vor uns schon hier, aber er hat den Schatz nicht gefunden oder sowas. Mädels, wie sind die denn hierher gekommen? Die waren doch eben noch nicht da, oder? Gebt uns unseren Schleim zurück, oder es wird euch leid tun. Hört zu, ihr besten Freunde. Ihr habt den Schatz ergraben und wir haben ihn ausgegraben. Also gehört alles, was euch gehörte, jetzt uns. Ja, okay? Genau. Es ist alles wieder okay. Weg nochmal frei. Wir müssen jetzt nach Hause gehen. Okay, jetzt wirst du diesen Wald nie wieder verlassen. Ihr werdet für immer in diesem Wald hier bleiben. Und zwar mit unserem Schleim hier. Regel der besten Freunde Nummer 3. Lasst niemanden aus dem Wald, der unseren Schatz hat. Die Regeln der besten Freunde, was? Mädels, wir haben auch welche. Ja, ja, ja. Das ist es doch, oder? Oh Gott. Oh, sieh mal, klingelt's da bei dir? Ja, das ist Dianas Auto. Sie sind hier irgendwo. Komm, wir gehen sie suchen. Okay, los geht's. Und ihr macht besser Platz, sonst wird es euch leid tun hier. Regel Nummer 2. Eine für alle und alle für einen. Also Mädels, ihr habt es so gewollt. Regel Nummer 4. Naja, ihr habt es so gewollt, jetzt nicht. Oh, wer sind denn diese Schönheiten? Warte, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Regel Nummer 1. Befreunde dich nicht mit Jungs. Was machen die denn hier? Mädels, ihr denkt doch nicht über sowas nach. Jungs, rettet uns. Hey, wie kommen die hierher? Jemand muss ihnen gesagt haben, oder? Ich glaube, das warst du. Gigi, du warst diejenige, die kurz mal unterwegs war. Wisst ihr was, Mädels? Manchmal muss man Regeln brechen. Und jetzt werden uns die Jungs hier retten. Okay, Gigi, wir reden später mit dir. Aber okay, Jungs, das war's jetzt. Rettet uns jetzt. Ja, schafft uns diese besten Freunde aus dem Weg. Und wir haben die Regel Nummer 6. Sei nicht mit Verrätern befreundet. Tschüss. Hört zu, ihr besten Freunde. Nehmt einfach euren Schatz, okay? Ja, wir brauchen ihn nicht. Und wisst ihr,